Das Orgelporträt. Die Österreich-Orgel in Frau Rombach. Frau Rombach ist ein Stadtteil von Schlitz im osthessischen Vogelsbergkreis. Der Ort liegt südöstlich von Schlitz an der Fulda und wurde 1971 im Zuge der Gebietsreform in die Stadt Schlitz eingemeindet. Frau Rombach hat heute 245 Einwohnerinnen und Einwohner. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Rombach in der Vita Sturmii, einer Lebensbeschreibung des heiligen Sturmius im Zusammenhang mit der Klostergründung in Fulda im Jahr 744. Damals lautete der Ortsname Ruoenbach. Die Kirche wurde in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts errichtet. Nachdem sie zunächst den Status einer bloßen Kapelle innehatte, wurde sie 1345 zur eigenständigen Pfarrkirche mit einem Liebfrauenpatrozinium erhoben. Der daraus abgeleitete heutige Ortsname Frau Rombach taucht erstmals 1470 auf und unterscheidet den Ort von den anderen Rombach-Dörfern in der Umgebung Oberrombach und Michelsrombach. Das romanische Langhaus bildet den ältesten Teil der Kirche. In spätgotischer Zeit wurde ein Rechteckchor angeschlossen und ein gotischer Spitzbogen als Triumphbogen eingezogen. Überregional bekannt ist die heutige evangelische Dorfkirche wegen ihres spätmittelalterlichen Zyklus von Wandmalereien. Um 1330 entstanden, zeigen die Bilder in einer Mischung aus Sekko- und Freskotechnik die Legende des heiligen Heraklius. Die inhaltliche Darstellung des Bilderzyklus orientiert sich an dem mittelhochdeutschen Versepos Heraklius des Meister Otte. Historischer Hintergrund der Legende war der Sieg, den der byzantinische Kaiser Heraklius 628 nach langem Krieg über die persischen Sassaniden errungen hatte. Diese hatten zuvor Jerusalem eingenommen und dabei das Heilige Kreuz geraubt. Nach dem Friedensschluss inszenierte der Kaiser die Rückführung der Reliquie mit großem Pomp. In den östlichen Kirchen wird diesem Ereignis bis heute durch einen Feiertag gedacht. Im Mittelalter war Heraklius als Sieger über die Heiden populär, auch wenn die realen Details seiner Biografie, zumindest im lateinischen Westen, früh durch unhistorische Legenden ersetzt wurden. Nicht geklärt ist die Frage, warum diese Legenden ausgerechnet in der doch etwas abgelegenen und kleinen Dorfkirche zu Frau Rombach in so prachtvoller Weise dargestellt wurden. Um 1800 erhielt die Kirche eine Orgel aus der Werkstatt der Orgelbauerfamilie Österreich. Wir hörten sie eingangs in der Choralbearbeitung »Aus tiefer Not schrei ich zu dir« von Johann Gottfried Vierling. Drei weitere Choralvorspiele Vierlings sollen nun folgen: »Wo Gott der Herr nicht bei uns hält«, »Christ unser Herr zum Jordan kam« und »Nun freut euch, lieben Christen«. Thank you.
Orgel in Frau Rombach wurde 1798 bis 1799 von Johann Markus Österreich aus Oberbimbach bei Fulda erbaut. Dieser war der bedeutendste Meister einer Orgelbauerfamilie, die Orgelbau und Ästhetik in Hessen in der zweiten Hälfte des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts maßgeblich mit geprägt hat. Johann Markus Österreich wurde 1737 geboren und übernahm nach seiner Lehre, vermutlich bei Philipp Ernst Wegmann in Frankfurt, die väterliche Werkstatt. Aus ihr gingen in der Folge einige stattliche Werke hervor, von denen einige den typischen und bis heute sogenannten Österreich-Prospekt aufweisen. Bei diesen sind 15 Pfeifenfelder in der Breite nebeneinander angeordnet. Daneben baute Österreich gegen Ende des 18. Jahrhunderts mehrfach einen kleineren, seitenspieligen Orgeltyp mit einem Manual, von dem die fast baugleichen Orgeln in Bremen und Kranlucken, jeweils in der thüringischen Rhön gelegen, und in Frau Rombach bis heute erhalten sind. Im Gegensatz zu den zwei anderen genannten Orgeln ist unser Instrument in Frau Rombach mit schwungvollen Zopfstielornamenten versehen. Dies gibt es so an keiner anderen Österreich-Orgel und wir können daher vermuten, dass Johann Markus Österreichs jüngerer Sohn Johann Adam Österreich als ganz junger Mann maßgeblich am Orgelbau in Frau Rombach mitgewirkt hat. Dieser baute in jener Zeit und auch später Orgelprospekte mit deutlich klassizistischem Einschlag. Er unterscheidet sich darin deutlich von den klassisch nachbarocken Prospekten seines Bruders Johann Georg. Trotzdem ist die eindeutige Zuordnung einer Österreich-Orgel zu einem der gleichzeitig tätigen Familienmitglieder oftmals schwierig und es ist zu vermuten, dass viele Instrumente auch in Gemeinschaftsarbeit entstanden. Ursprünglich stand die Orgel über dem Seiteneingang auf der Südseite des Kirchenraums. Sie wurde dann 1847 auf die Westempore versetzt. 1869 wurde das Instrument durch den Orgelbauer Adam Eifert aus Stadt-Ilm umgebaut. Eifert lieferte eine neue Pedalwindlade, eine Kegellade, und veränderte auch die Disposition. So wurde die ursprüngliche Quinte 3 Fuß gegen eine Hohlflöte 8 Fuß ausgetauscht. 1980 fand dann eine erste Restaurierung durch die Firma Hoffmann aus Ostheim vor der Rhön statt. Dies verhinderte allerdings nicht, dass sich das Instrument um die Jahrtausendwende in einem technisch und klanglich recht schlechten Zustand befand, so dass eine neuerliche Restaurierung im Jahre 2013 durch die Firma Andreas Schmidt aus Linsengericht notwendig wurde. Hören wir das Instrument nun in einem Klangbeispiel, das unmittelbar vor der Restaurierung 2013 aufgenommen wurde. Es ist eine der 60 Schlagarien für das Klavier des Rhöner Barockkomponisten Johann Valentin Rathgeber. Österreich-Orgel in Frau Rombach besitzt 10 Register auf einem Manual und Pedal.
Die ursprüngliche Spielanlage inklusive der alten Registerbeschriftung ist bemerkenswert gut erhalten. Im Manual, das vom Groß-C bis zum dreigestrichenen D geführt ist, finden wir Prinzipal, Gedakt und Viola 8 Fuß. Dies ist die typische Viola da Gamba. Dann Oktave und Kleingedakt 4 Fuß, eine Quint 3 Fuß, Oktave 2 Fuß und eine dreifache Mixtur auf 1 Fuß Basis. Besonders charmant klingt das Kleingedakt 4 Fuß. Wir hörten es alleine vorhin in der Choralbearbeitung Christ unser Herz zum Jordan kam von Johann Gottfried Vierling. Im Pedal finden wir Subbass 16 Fuß und ein Violonbass 8 Fuß. Die starre Pedalkoppel wurde vermutlich 1869 von Adam Eifert angebaut und wurde im Sinne einer Konservierung des historisch gewachsenen Zustandes beibehalten. Nach der Restaurierung hat die Orgel viel von ihrem ursprünglichen Klangcharakter zurückgewonnen. Durch die 1847 durchgeführte Versetzung auf die relativ enge und niedrige Westempore kommt der Klang im Raum allerdings nicht optimal zur Entfaltung, doch damit wird man wohl auch künftig leben müssen. Die meisten Besucherinnen und Besucher kommen ohnehin nicht wegen der Orgel nach Frau Rombach, sondern um den erwähnten Freskenzyklus zu sehen. So ist das Instrument im besten Sinne des Wortes eine bescheidene Dienerin, deren Schönheit und Charakter sich nur dann öffnet, wenn man sie sprechen lässt. Hören wir abschließend noch zwei kleinere Stücke. Das erste wurde wiederum vor der Restaurierung aufgenommen, die Bearbeitung des Chorals »Herr Jesu Christ war Mensch und Gott« von Friedrich Wilhelm Zachow. Nach der Restaurierung eingespielt wurde das abschließende Vorspiel zu »Nun lasst uns den Leib begraben« von Johann Gottfried Vierling.